Okay, es ist soweit. Man kann ja vieles nicht mehr sagen. Zum Beispiel, dass die Corona-Politik verfassungswidrig ist. Besser immer so zwischen den Zeilen oder kodiert reden. Wie Vegetarier zum Beispiel sagen, glaub nicht, dass ich aufs Ferkel motze. Über den Innenminister von Mecklenburg, Lorenz Cavier, mit L wie Kleinkaliber, kursiert gerade eine echte Räuberpistole. Und die handelt von einer echten Räuberpistole. Cavier besitzt eine Privatwaffe. Und viele sagen, ja, klar, wenn man nach Feierabend mal in Mecklenburg irgendwo vorpommern will. Er jedoch nennt jagdliche Gründe für seine Glockpistole. Wir Weidmänner wissen natürlich, beim Fangschuss, ne, auf die krank geschossene Sau, wenn man da durchs Unterholz kriecht, dann nimmt man nicht die sperrige Langwaffe, sondern eben hier Kurzwaffe Pengtot. Der Christdemokrat überstand ohne Schussverletzung 5 Ministerpräsidentinnen seit 2006 im Amt und er machte sich auch als wackerer Kämpfer gegen Rechtsextremismus einen Namen. Kurz, sautot, Hahn in Ruhe. Halt! Nee, die Krawatte ist korrekt auf dem Waffenberechtigungsschein eingetragen, aber der Typ rechts ist ein Waffenhändler, Trainer und Schießplatzbesitzer. Frank Thiel aus Güstrow. Auf seinem Platz ließ Cavier, wie viele andere Behörden, seine Spezialeinheiten trainieren bis 2018. Dumme Sache nur, schon seit 2017 ermittelten auch Caviers eigene Behörden über Prepper, die Todeslisten führen und über Kontakte von diesem Herrn Thiel zu Nazi-Netzwerken, Nordkreuz. Und jetzt der Blattschuss, bei wem kaufte Cavier seine Waffe oder gab es die Wumme für Umme? Oh, Weidmannsheil. Cavier, bist du zu blöd, eine Doktorarbeit zu fälschen oder sowas? Und wieso kommt das jetzt alles raus? Weil die Taz Cavier 9 Monate lang um Antwort anbettelte. Also ungefähr so wie heute Thilo Jung in der Bundespressekonferenz, den Sprecher von Seehofer. Sie haben dem Innenminister Mecklenburg-Vorpommern unterstellt, dass er wissentlich, bewusst, das kann man Ihrer Fragestellung entnehmen, Waffen von einem Nazi kauft. So war Ihre Fragestellung aufgebaut. Hat sich im Diese Nachhinein. Fragestellung mache ich mir nicht zu eigen und ich nehme zu diesem Fall keine Stellung. Ja, kreuzen Sie an, sollte ein Innenminister zurücktreten, weil er eine Waffe aus einer unklaren Quelle kauft, oder sollte er zurücktreten, wenn er zu blöd ist, das zu merken? Oder reicht in dem Fall auch schon die beschissene Informationspolitik? Cavier ist zurückgetreten, Hahn in Ruhe. Der Hahn ist kein toter Vogel, sondern der hier. Déjà-vu, oder wie wir Verschwörungspraktiker sagen, hier ist schon mal der O-Ton von FDP-Chef Lindner von morgen. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein. Gut gebrüllt, Möwe. Denn mit dem Bevölkerungsschutzgesetz im März und im Mai verordnet die Regierung ununterbrochen am Parlament vorbei. Das schmutzige Wort Ermächtigung. Das soll morgen wieder und zum dritten Mal verlängert und beschlossen werden. Und wieder kritisiert. Ja klar, ne, wer jetzt von Corona-Diktatur spricht und Lynchjustiz feiert, der ist wahrscheinlich austherapiert. Aber was ist mit Leuten, die unter einer parlamentarischen Demokratie aus Blödsinn, Naivität oder Verpeiltheit eine parlamentarische Demokratie verstehen? Die dazu notwendige gemeinsame interfraktionelle Initiative sollten wir nicht erst irgendwann, sondern umgehend und aus der Mitte dieses Hauses ergreifen. Ja, super Typ, aber ich mag die Mütze nicht. Übrigens, das war ein scharfer Ordnungsruf von Lindner. Und normal ist für sowas der schemenhaft erkennbare Nadelstreifen am oberen Bildrand zuständig. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. 10 Tage vorher, im Oktober, hat er einen interessanten Text an alle Fraktionen geschickt. Empfehlenswerte Maßnahmen zur Stärkung des Bundestages. Diese kleine Stärkung hatte Schäuble in vollem Umfang geständig abgeschrieben beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und da fangen die Probleme an. Das Parlament müsse mehr Konkretisierung liefern, die Maßnahmen seien zu befristen und dann ganz dicke, das ganze Regieren durch Verordnung dürfte wohl nicht mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Rechtsverordnungen vereinbar sein. So scheiße formuliert sonst nur Lindner. Auf Deutsch, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellt fest, die Politik der Regierung ist wahrscheinlichst verfassungswidrig.
auch nur Aluhüte. Die SPD hat dann versucht, noch ein paar Punkte in das neue Gesetz reinzuverhandeln, doch die beiden wichtigsten bleiben draußen. Zustimmungs- und Aufhebungsvorbehalt. Sprich, auch künftig wird verordnet ohne Zustimmung der Abgeordneten und sie können die Verordnung auch nicht nachträglich zurückholen. Hör mal, Bundestag. Die Verfassungsschreddern, okay, den Alubommel-Irren Recht geben und denen die Chance vors Verfassungsgericht zu ziehen, ja, kann man ja mal machen. Aber ich werde echt stinkig, wenn ich zugeben muss, Christian Lindner hat recht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit über 2 Jahren kämpft Bundesfamilienministerin Franziska Giffey um ihren Doktortitel. Ein Titel also, der jedem Arbeiterkind dank der Bildungspolitik der SPD offenstehen sollte. Die Willy-Brandt-Schule in Mülheim an der Ruhr. Warum sollte eine Sozialdemokratin einen Titel abschreiben, nur weil sie ihn abgeschrieben hat? Beim VfL Wolfsburg etwa spielt Riedle Baku. Seine Eltern tauften ihn gleich zur Geburt nach dem Nationalstürmer Karl-Heinz Riedle. Was will uns dieses Beispiel sagen? Wohin führt es uns und vor allem, was haben wir vor dieser Sendung geraucht? Teile der Antworten könnten die Bevölkerung verunsichern. Zum Beispiel diese. Unterstützen Sie die Bildungspolitik der SPD. Taufen Sie Ihr Kind Doktor. Und 1928 wurde eine Comicfigur, ich glaube, sie kommen nie drauf und ich muss auch keine musikalische Unterstützung geben. Zum ersten Mal in dem Film Steamboat Willie? Jo. Ha, jo, jo. Wir lassen dich jetzt einfach noch ein bisschen so sitzen. Erlöst mich! Danke! Moin Leute, liken, teilen, sharen.